Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Spieltag der MCPL. Wenn ihr vor kurzem erst den letzten Spieltag geschaut habt, dann fällt euch auf, die Tabelle, die unterscheidet sich von der, die ich am Ende vom letzten Part gezeigt habe. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe bei Welser Bremen den Zeichen Sieger eingetragen. Dementsprechend ist eben Welser Bremen doch besser dran an der astralen Alteration und der Gegner war Poisonous Sting, die da eben im Verhältnis Punkte eingebüßt haben. Also natürlich nicht direkt, weil sie ja nie gewonnen haben, aber im Vergleich zur letzten Woche. Des Weiteren haben die Jolly Watcher Pirates ein 6-0 gegen den Gottkomplex erhalten, da dieser eben nicht den Kampf noch nachholen wollte, weil er nicht so viel Interesse mehr hat und einfach auch die Zeit dann nicht mehr ganz da war. Dementsprechend ist er jetzt an einigen Teams dadurch schon vorbeigezogen und ist in einer doch recht guten Position, die er sich erarbeitet hat. Und was auch interessant ist, theoretisch müssten heute die astreine Alliteration gegen Welser Bremen gegeneinander spielen. Allerdings haben sie sich mehr Zeit zum Teambuilding gewünscht, weil sie beide diese Woche nicht sonderlich viel Zeit hätten und bei so einem Spiel wäre das schade. Da habe ich das natürlich bestätigt. Sehen wir lieber nächste Woche einen schönen Kampf, als diese Woche einen Kampf um fast schon Platz 1 mit hingeklatschten Teams. Und was ich bisher nie erwähnt hatte ist, die astreine Alliteration hat dieses Projekt nicht gewonnen, wenn sie Erster sind, noch nicht. Denn dann kommt eben noch dieses Spiel gegeneinander, wo er jetzt Stand jetzt sein Team nochmal mit 16 Punkte aufwerten könnte, aber nur in Form von einem Pokémon. Und Welser Bremen Stand jetzt mit 15, daran wird sich definitiv noch was verändern, aber das erkläre ich dann später auch nochmal genauer. Außerdem muss Welser Bremen ein bisschen aufpassen, dass Vulcan Destination da nicht noch drankommt und sich eben die Chance sichert, stattdessen in diesem Finalmatch anzutreten. Allerdings ist dann der Punktunterschied doch schon recht groß und wir haben für heute zumindest ein paar Matches durch den Free Win, den es jede Woche gibt bei den X-Smashern und ja, das nachlassende Interesse sind die Parts jetzt ein Ticken kürzer, können wir uns etwas mehr mit den Kämpfen auseinandersetzen, aber wir lassen uns eh nicht stressen. Erstmal haben wir Nachholkampf und zwar Scrutiny mit dem Team Tau Goku Saiyajins gegen Slitzy TV mit dem Team Infernape's Fists. Und wir sehen ja auf Seiten der Tau Goku Saiyajins Mega Gardevoir, was einen irgendwie komischen neuen Sprite hat. Dann Voltolos in der Tiergeistform, Granira ist ein richtig cooles Pokémon. Dann noch Bunnelby, Sneebel und Apo Qualüb. Dagegen stehen Ditto, Nachtara, Mega Metacross, Pixie, Keldeo und Lamus. Und als ich die Team-Preview gesehen hatte, eben als ich das Video vorbereitet habe, dachte ich mir sofort, was macht Keldeo hier? Ich meine, Apoqualypse, das ist ein übelster Keldeo-Counter. Das kann vielleicht Toxic dagegen drücken, das Keldeo, aber mehr hat es nicht. Also Keldeo hier definitiv nicht stark, aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Gardevoir hat hier durchaus Breaker-Potenzial, aber es hat hier ein Mega Metacross gegen sie stehen, was doch recht nervig für Gardevoir ist. Die anderen 5 Pokémon können gegen Gardevoirs Hits nicht gegenhalten und auch Mega Metacross sollte von einem neutralen Fokusstoß oder sowas einen ganz netten Chip bekommen. Der Kraftreserve ist da vielleicht sogar besser, weil die nicht misst. Möchte da nicht dauerhaft reinkommen, gerade weil sie selbst ja auch so seine Aufgaben haben wird, ist aber schon einer der besseren Checks für Mega Gardevoir, sage ich mal. Dann haben wir hier Sunrise T, was mit seinem Speed hier einiges machen kann in dem Matchup. Und Switch-Ins sind ja eigentlich auch nicht sonderlich gut aufgestellt. Er muss sich halt was einfallen lassen für Pixie und für Ditto. Aber mit Lichtkanone und einfach vielleicht einer Kraftreserve oder so, in der Hoffnung, dass Slitzy da nicht drauf geachtet hat, vergisst man sehr schnell bei Ditto. Dann sollte er in der Lage sein, hier viel Work zu machen, zumal Ditto auch kein Switch-In ist. Also zwar durch den Volt-Absorber schon für den T-Bolt, aber Ditto kann auch schnell mal viel Chip bekommen und dann ist das Problem auch schon ordentlich eingedämmt. Nächstes sehen wir Grandiras. Das hat hier ein schweres Matchup, einfach wegen Pixie, aber wenn das nicht unaware ist, dann könnte es vielleicht mit einem Sub-Select Belly Drum Set oder sowas was Verrücktes machen, gerade mit Drain Punch vielleicht noch. Das wäre hier eigentlich ziemlich stark, er bräuchte dann halt noch was, um Lamus und Metacross zu hitten, aber da reicht auch ein EQ.
Das nimmt dann auch Metagross raus. Einzige Problem, da ist auch noch Ditto. Und irgendwas wird schon dafür sorgen, dass Grandiras nicht sweept. Da sind so viele Eventualitäten. Deswegen denke ich mal hier eher an Breaker Ponyster mit dem Choice Bags. Wäre auch sehr stark, muss er halt nur ein paar Calls bekommen, um sich Kills zu holen. Dann haben wir Bunnelby, das wird wahrscheinlich die Hauptaufgabe haben, hier einfach mit Sticky Wraps das Momentum des Matches zu ändern, weil gerade so ein Metacross, wenn es einmal in der Mega ist, dann immer bei Switching zu verlangsamen kann wertvoll sein. Auch so ein Keldeo eben schön langsam halten, damit es gar keinen Wert mehr hat für das Match. Kann ja nicht schaden, aber bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Als Setupper wird es hier nicht viel machen, das hat einfach zu wenig Power für Sachen wie Pixie. Dann haben wir Sneebel, ähnliche Story fast schon, nur dass er eben nicht dieselbe Aufgabe haben wird, dem fehlt es aber auch an Power, also ich sehe nicht, wie ein Sneebel ein Nachtara durchbricht oder ein Pixie, und selbst wenn er dafür die Tools hat, muss er sich immer noch was für Keldeo einfallen lassen, bin ich nicht überzeugt von. Und Apokalyp ist ja einfach ein guter defensiver Backbound, kann in Mega Metagross reinkommen, und Keldeo, das sind die beiden offensiven Bedrohungen. Slitzys Gedanke im Teambuilding war wohl, wenn er mit Keldeo das Toxic bekommt, was er ziemlich sicher gegen Apokalyp bekommt, dann ist Mega Metagross ja ziemlich stark. Gleichzeitig hat er eine Absicherung für Keldeo, für Sneebel. Das sehe ich so als einzig möglichen Grund, warum hier Keldeo überhaupt auf dem Platz steht. Ansonsten ist Slitzy ja natürlich sehr defensiv aufgestellt. Grandiras kann er mit Pixie checken oder mit Lamus. Ich denke sogar eher mit Lamus. Voltolos T kann er mit Nachtara ganz gut checken. Für Gardevoir muss er eben auf das Metagross zurückgreifen, weshalb er hier auch nicht dauerhaft stornen kann. Grandiras ist auch ein bisschen problematisch. Da muss er halt ein paar gute Plays machen mit seinem Pixie, seinem Nachtara vielleicht und seinem, wobei Nachtara eher nicht, und seinem Metacross eben, vereinzelt auch Lamus, wenn er hart die Flash Cannon predicted, also da muss er einfach ein paar Predictions machen, da geht das seinen Gang. Sneebel kann er mit Pixie entschärfen, Bunnelby fehlt einfach die Power für Pixie, und auch Lamus würde das hinbekommen, wenn es sein muss, wobei er eben Setup plus Energy Ball zu viel macht. Und ja, Apokalyp ist jetzt kein offensiver Threat, den kriegt er mit all seinen defensiven Pokémon in den Griff. Ich denke nicht, dass ein speziell defensiven Lamus 50% von Shadow Ball fressen würde. Und Slitzy hatte mich darauf hingewiesen, ich soll auf den Chat achten, das könnte schwierig werden. Und schauen wir mal rein, hier sehen wir Bulby im Lead gegen Pixie. Der Reigenfalter legt hier natürlich die Raps, was soll denn auch anderes passieren, wird dafür genockoffed. Der Focus Sash ist weg, ist nicht schlimm, der würde eh nichts mehr machen. Und dann, das kennst du doch woher, oder Mickey Peter? Ah ja, jetzt die Rede von Como. Omniboost richtet das Lissi an mich, alles klar, ich weiß wovon er redet, ist natürlich sehr, 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 sehr stark. Und jetzt ist der Choice Scarf von Sanderos weg, wenn ich nicht so ganz auf das Match geschaut hatte. Ja, die Sludge Wave macht hier eben einen netten Chip, aber an Nachtara kommt er halt nicht vorbei. Er bekommt hier den Poison. Ich würde sagen, das ist in seinem Favor, weil Nachtara recht nervig ist. Aber da kann man sich drüber streiten, weil natürlich der Chip, gerade weil Sanderos nur noch 50% hatte vorher, nervt schon auch. Wenn das Nachtara keine Heal-Bell hatte, würde ich aber, wenn man mich fragen würde an der Stelle, den Poison ganz gerne nehmen. Ist aber keine großartige Hacks durch die Synchro. Auf jeden Fall hat er hier durch ein paar Switches sein Gardevoir reinbekommen gegen Nachtara. Das ist auf jeden Fall was, das ihm gefällt. Und jetzt drückt er natürlich die Mega und kann das Nachtara mit der Hyper Wave aus dem Spiel nehmen. Warum, Slitzy? Warum? Er hat was im Teambuilding verkackt, schreibt in den Chat. Okay. Er wollte wohl eine Antibeere haben und dann irgendwas cooles wie Spiegelcape drücken. Kann das Nachtara? Ich weiß es nicht, obwohl ich selbst in der Draftliga habe. Der Beulenhelm ist ja natürlich ganz cool für das Mega Metacross. Allerdings würde das Apokalyp nicht gegen dieses Metacross gewinnen. Nicht zuletzt auch wegen der Thunder Punch Paare. Jetzt kommt hier ein cooler Play mit Thunderous. Geht aber leider nicht auf, was jetzt hier auf den Meteor Mesh drückt. Schon ein bisschen schade, es war ein sehr sicker Play. Jetzt kommt der Outrage über Dragonclaw. Jetzt weiß ich genau, wovon Slitzy redet. Jetzt kommt hier der Drachentanz auch noch raus. Und der Bullet Punch reicht nicht genug, um dieses Pokémon aus dem Spiel zu nehmen, was es Tectonic Rage drückt und damit locker dieses Metacross aus dem Spiel nehmen kann, aber kein Sweep generieren werden können, sein, tun, machen.
Outrage könnte er hier noch drücken auf das Slowpro, weil das wahrscheinlich im Setup muss er aber nicht. Slowpro hat hier jetzt den Gedanken gut. Immer recht gefährlich, allerdings weiß ich nicht, ob das wirklich so gefährlich in dem Matchup ist. Und ich sprach vom Energieball von diesem Pokémon. Natürlich ist der Bugbuzz besser. Auch die U-Turn kann hier ein bisschen Chip machen. Er merkt, er kann hier in dem Matchup nichts holen, muss deswegen raus. Und Gardevoir ist das Pokémon der Wahl. Warum gerade Gardevoir? Hat das Psycho Plus im Set? Hat das Toxic im Set? Nein, es hat den Spukball, aber der macht keine 50%. Das juckt Slowpro nicht. Der Call meint es sich. Und wenn kein Crit kommt, hilft das ihm nicht weiter. Aber ich sehe hier doch noch so Sachen wie Sneebel. Die sollten doch mit diesem Slowpro zurechtkommen, oder nicht? Zumindest einmalig über 50% machen und es dann in einer brauchbaren Range haben. Aber so wird er auf jeden Fall nicht viel gegen das Slowpro gewinnen. Ich drehe mal das Tempo ein bisschen hoch, bis er irgendwas anderes macht, außer Shadow Ball drücken und hoffen, dass er crittet. Einige Versuche bekommt er hier von Slitzy geboten. Der hier lieber seine Spezialverteidigung weiter boostet, geht ihm wahrscheinlich auch für den Spezialangriff. Scrooge schreibt auch schon GG in den Chat. Er sieht wohl nicht mehr, wie er dieses Slowpro stoppt. Er fischt weiter für die Crits. Wenn dieses Slowpro inzwischen auf plus 6 ist, viele Chancen zu critten wird er nicht mehr bekommen, aber ein Crit sollte ausreichen, um dieses Slowpro zu killen. Immerhin macht er bei plus 6 Slowpro noch so viel Schaden und er lebt sogar einen Surfer. Auf plus 6 Mega Gardevoir ist einfach ein Biest. Shadow Ball macht allerdings natürlich nichts, es kommt noch ein Death Trap. Das wird ihm aber nicht weiterhelfen. Was er braucht, ist ein Crit. Die Drops, ihr seht hier, das ist fast schon derselbe Schaden. Also im Rahmen einer Roll. Der Bugbuzz macht auch nichts mehr. Er versucht hier weiter den Crit zu bekommen. Er hat scheinbar kein Vertrauen darin, dass. Nein, er hat definitiv kein Vertrauen darin, dass Sneebel hier irgendwie dieses Slowpro wegbekommt. Und auch der Spukball ist nicht gecrittet. Und das hat kurz der Text gesglitscht, danach kam der Knockout von Sneebel. Warum nicht eher, ist ja die Frage, die ich mir stelle. Er schreibt zwar auch in den Chat, er hat es im Teambuilding vernachlässigt, aber warum kommt das Sneebel nicht eher? Und das Sneebel ist Life Orb, was Slitzy übersehen hatte. Und Ditto hat die falsche Fähigkeit. Okay. Okay. Wie man effektiv ein Game wegwirft, würde ich mal sagen. Aber er hat Glück. Yes. Como hatte scheinbar Drachentanz, Erdbeben, Ableithieb und irgendeinen vierten Move, wahrscheinlich einen Delegator oder so. Auf jeden Fall war sein stärkster Move, dieses Keldeo zu hitten, der Ableithieb. Sehr interessant, was hier so passiert ist. Also zum einen, dass das Sneebel erst zu spät gegen das Slowpro kam, was doch recht unnötig wirkte auf mich, aber auch das mit Ditto, das hat dieses Match zweimal fast zum Kippen gebracht, beziehungsweise ich würde sagen, dass Sneebel erst zu spät reinkam, hat das Match entschieden. Stellt das mal vor, es wäre zum Beispiel einfach nur noch Bunnelby am Leben gewesen, was effektiv nicht viel verändert hat. Oder er hätte sein Sneebel schon auf irgendeinen Callmind gewagt reingebracht oder noch besser auf einen Slack-Off, die ja schon recht predictable waren. Dann hätte er Knock-Off drücken können und selbst wenn das Slowpro ihn rausnimmt, war das eigentlich immer in einer Range, wo Knock-Off plus Shadow Ball ausgereicht hätte, gerade als er noch nicht so hoch geboostet war. Das wäre der Play von Scrooty gewesen. Hat er ein bisschen gemisplaced, würde ich sagen, und Slitzy hat einfach die falsche Fähigkeit auf Ditto draufgepackt, was ihm fast das Game gekostet hätte. Da können wir auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er nicht die passenden DVs für eine Kraftreserve hat, sonst hätte er nicht die Fähigkeit vergessen. Na, wie nur auch sei, am Ende steht hier Slitzy 1-0 siegreich über die Taugoku Saiyajins in einem doch im Endgame dann sehr komischen Match. Nehmen wir einfach mal so hin, das Ergebnis. Dann haben wir Lucky Boy mit seinen Jolly Roger Pirates, kam auch mal wieder dazu, seine Matches zu machen, war ja, ich weiß gar nicht genau, was sein Grund war, auf jeden Fall, hier ist er wieder mit seinen Matches, schön, dass er das noch zu Ende führt, und er bringt ja mit seinen Jolly Roger Pirates bestehend aus Lycanroc, Rabigator, Shabel, diese Scheibe da namens Bronzel, da noch, ach, der hat so komische Pokémon, Cradile im deutschen Wheelie, und Swampert. Dagegen stehen die Vulcan Destination, die definitiv einen Sieg brauchen, wenn sie noch um die Meisterschaft spielen wollen. Bestehend aus Rollum,
Darkrai, Cobalion, Serpiroyal, Phenexis und Raikou. Wir sehen auf jeden Fall, ich fange mal bei der Vulcan Destination an. Eine schöne Hyper-Offense-Konstellation. Ich glaube, er kann sein Team nicht offensiver aufbauen. Er kann zwar noch mega Meditalis reinschmeißen für sowas wie Cobalion, aber wirklich offensiver macht er sein Team damit nicht, nur anders. Und ja, Rollum ist ja ein sehr interessanter Pick, weil ich sehe als einzige Removal, wenn ich mich nicht irre, dieses Chabel. Und wir haben bis jetzt auch nicht gesehen, dass die Jolly Roger Pirates Rapid Spin-Off für Chabel gepackt haben. Macht natürlich auch meistens keinen Sinn. Manchmal macht man das, weil man ja auch Switches forciert oder man kann es ja dafür sacken mit dem hohen Speed, ist das manchmal der Play. Aber wir haben es bisher nicht gesehen und deswegen Rollum hier ein sehr schöner Pick. Weil die Hazards, die bleiben, wahrscheinlich liegen, die er herausschmeißt. Und so ein T-Spike sieht hier richtig lecker aus. Hier sind viele Pokémon, die so mit ihrem Bulk arbeiten, die so einen Chip überhaupt nicht mögen, die auch fast alle den Boden berühren, nur Bronzer ist davor geschützt und er ist eh vom Typ Stahl. Auch Spikes sind hier nett, eben weil 5 Pokémon davon kittet werden und Rollum wird auch ein bisschen was rausbekommen davon, gerade wenn er vielleicht auf seine Gelegenheit wartet. Gleichzeitig Rollum tatsächlich ein ganz netter Chabelle-Check, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Also Rollum ist ja einfach ein richtig guter Pick, ist mir auch gleich ins Auge gefallen. Schön, hat er hier sehr gut gewählt. Dann Darkrai natürlich wie immer ein sehr starkes Pokémon. Die Jolly Roger Pirates haben auch defensiv nicht viele Antworten darauf. Je nach Coverage kann dieses Darkrai jedes Pokémon in deren Team 2 hitten. Dementsprechend wird Darkrai hier auch einfach viel Work machen. Es ist halt auch einfach schnell. Ja, schnell, kann alles 2 hitten. Was will man mehr? Darkrai ist ja auch richtig gut. Cobalion kann ja seinen Bulk für das Lycanroc nutzen. Hat auch ein recht nettes Speed-Tier. Und die Kampfswitch auf Seiten der Jolly Roger Pirates sind heute nicht dabei. Dann haben wir Serpiroyal, was er vielleicht sogar defensiv ausgelegt hat. Ich denke aber ja nicht. Er könnte es halt ganz cool in Bravigator und Swampert reinschicken, wenn er es physisch defensiv spielt und sich was für den Knockoff hat einfallen lassen. Allerdings denke ich eher, dass er hier voll offensiv geht. Und auch offensiv ist Serpiroyal hier gut. Ich meine, der Check ist Bronze. Bronze ist sehr, sehr passiv. Serpiroyal hat eigentlich immer einen Slot für ein Substitute und kann sich dann mit Blättersturm hochboosten. 3 Pokémon haben hier direkt eine Pflanzenschwäche, werden also geone-hitted von dem Blättersturm, kann also sehr viele Switches forcieren bzw. sich Kills mitnehmen. Und Chabel, die einzige andere Resistenz neben Bronze, kennen wir alle den Bulk. Dann ist hier Phenexis dabei, wahrscheinlich als Scarfer. Wobei, als Scarf ist es hier vielleicht gar nicht so geil. Vielleicht eher mit einem Sub-Core-Mindset. Wobei, Phenexis überzeugt mich ja ehrlich gesagt nicht so. Denn es wird gerade vom Typing her ziemlich gut gepressured durch die 2 Ground-Types und eben Lycanroc, was es auch immer revengen kann mit dem Turbo-Felsen. Ist vielleicht ein Scarfer, um Chabel zu revengen. Ich meine, er hittet mit seiner Courage immerhin ganz gut neutral. Es ist so das, was ich am ehesten sehe. Und Raikou hat, wenn ich mich nicht irre, den Ulti-Seed zur Verfügung. Den wird er in dem Match wahrscheinlich sogar nutzen. Ein weiteres offensives Pokémon, schnell, haut ganz gut rein. Wird halt davon genervt, dass hier 2 Ground-Types stehen, aber mit einer HP Grass kommt er da ganz gut zurecht. Kann vielleicht auch noch die Z-Ampelleuchte spielen, da kann er beide Ground-Types sehr, sehr stark hitten. Und dann vielleicht noch T-Bolt und Wurzelwisch, beziehungsweise T-Bolt und Calmind. Das wären so Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Vielleicht haut er auch statt dem Signal Beam lieber ein Sub da hin oder irgendwas in die Richtung wird dieses Raikou wahrscheinlich spielen. Aber auch die Jolly Roger Pirates sind recht offensiv aufgestellt. Lycanroc kann ja relativ viele Sachen mit seiner Prio ganz gut hitten. Allgemein der Gesteinstep hier nicht schlecht, besonders wenn wir denken, dass er auch einen Trill Run zur Verfügung hat, was eben dann auch dieses Cobalion gut hitten kann, also Lycanroc ist hier auch sehr stark. Dann haben wir eben Ravigator, hier wohl am stärksten mit dem Choice Scarf, weil ansonsten ist es einfach zu langsam, um wirklich was zu machen. Der EQ ist dann ein sehr, sehr guter Move, er hittet eben auch 3 Pokémon effektiv damit und das einzige Pokémon, was das irgendwie resistieren kann, ist Serpiroyal und gerade wenn es nicht defensiv ausgelegt ist, macht da der Knockoff einfach viel zu viel und ich denke auch, dass Serpiroyal hier Lefties für Subsets oder vielleicht ein Metronome oder eine Midoplate oder so behalten möchte, eben je nachdem, was sich Luca gedacht hat, aber
so schlimm ist es jetzt nicht, ein Sepiroyal genockt zu bekommen im Vergleich zu manch anderen Pokémon. Charbel ist ja das Pokémon, was dieses Match sehr zentralisieren kann, aber nicht zwingend muss. Die Frage ist eben, wie gut kann er um Charbel spielen in dem Match? Charbel baut zwar offensiv hier unglaublich viel Druck auf, ein schnelles Pokémon mit so einer Power gegen ein offensives Team, das erklärt sich fast von selbst, aber Rollum kann es eben entschärfen, gerade wenn es kein Lead-Set ist, beziehungsweise einfach nur nicht leaden soll. Wobei, wenn es ein Lead-Set ist und es checken soll, ist der Quiverdance sehr, sehr gefährlich. Und das Problem ist allerdings, er bekommt es wirklich in nichts rein. Er könnte es höchstens in Rollum reinwechseln, aber effektiv bekommt das hier nie rein, außer wenn er was zackt. Und dann wird er nicht unbedingt auf Dauer gewinnen, weil da noch ein Scarfer ist, der ihn revenchen kann. Wenn er nicht selbst gescarft ist, sondern selbst gescarft ist, kann er, glaube ich, Raikou und Phoenix ist nicht one-hitten. Na, wie dem auch sei. Dann ist er noch ein Brunzel, was mit seinem Bulk versucht, ein bisschen Defensive reinzubringen, sehe ich aber nicht passieren. Es wird wahrscheinlich einmal Sepiroyal oder so reinkommen können und Rocks legen, aber dann wird Sepiroyal eben super gefährlich und gegen die anderen Pokémon. Vielleicht kann es sich nochmal gegen so ein Raikou oder ein Cobalion Rocks holen, aber es ist eben immer gefährlich, dass die vielleicht ein Sub-Setup-Set haben und da lädt Brunzel halt einfach zu ein. Besonders bei Cobalion braucht das ja noch nicht mal unbedingt den Sub, das kann einfach SD drücken und sich einen Kill einsammeln. Ist nicht so geil für Brunzel, vor allem gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Cobalion vielleicht einfach die Rocks legt und dann liegt er die auf beiden Seiten. Ist zwar schon eher ein Favor der Jolly Roger Pirates, aber dennoch nicht unbedingt das, was man möchte. Dann sehen wir hier Wheely. Ist bulky. Hier ist erstmal kein Pokémon, was es pressert. Es könnte ein bisschen nervig werden für Lucca zu durchbrechen. Aber dadurch, dass er Cobalion hat, was natürlich mit dem Close Combat einfach drauf hämmern kann. Er hat einen Ice Beam auf Darkrai, wenn er den haben möchte. Und das reicht fast schon, wenn ein Sub Sepiroyal gewinnt, dass das Matchup auch. Manche Sets von Phoenixes können gewinnen. Raikou hat es da schon schwerer, aber damit kann er, glaube ich, leben. Gerade wenn er vielleicht Toxic auf sein Rollum noch parat hat oder so. Das ist jetzt auch nicht zu problematisch. Und Mega Swampert, wenn es sich selbst in Regentanz aufsetzt, beziehungsweise vielleicht kann das Bronze lernen, bin ich mir nicht ganz sicher. Dann ist das schon sehr gefährlich mit Ice Punch und EQ, hat er hier schon eine sehr gute Coverage und dann vielleicht noch dem Waterfall und Rollum und Darkrai einfach wegzukocken. Sehe ich einfach nicht, was da großartig es stoppen soll, außer ein Sepiroyal mit vielleicht einer Anti-Eisbärre oder eine Menge Bulk Investment. Und die Tatsache, dass es nur sehr schwer die Turn findet, wo er sicher den Regentanz drücken kann. Dennoch hat er eben die Chancen, den mal rauszubekommen und dann wird's gefährlich. Da hat Vulcan Destination Glück, dass sie die Turns dann auch noch ausdollen könnten. Ich sehe das Matchup leicht auf Seiten von der Vulcan Destination, aber ich würde sagen, wir schauen uns das lieber einfach mal an. Wir sehen jetzt das Atomflöckchen in Form von Brunzel gegen Thor, das Cobalion. Das Cobalion tauntet hier direkt das Brunzel noch eine weitere Option, die ich gar nicht angesprochen habe. Da verhindert er einfach die Stealth Rocks noch einen Ticken besser. Und jetzt kommt Iron Fist rein, das Swampert, was die Rocks erlaubt. Und jetzt hätte er sogar schon eine Möglichkeit, auf Regentanz zu gehen. Er drückt aber lieber den EQ, rechnet wahrscheinlich damit, dass das Cobalion drin bleibt, beziehungsweise mit einem Overpredict oder ähnliches. Und hat guten Schaden auf das Sepiroyal bekommen, was er mit dem Blättersturm natürlich erstmal nichts gegen dieses Brunzel macht. Geht ja auch wieder raus, scheint wohl kein Set zu sein, was da Vorteil rausbekommen kann gegen Brunzel. Er fängt auch das Toxic ab oder er möchte einfach noch nicht sein Setup rausholen, sondern lieber erstmal Hazards aufbauen. T-Spikes, wie schon angesprochen, hier richtig gut. Die holt sich Rollum gerne. Jetzt kommt er wieder das Raikou rein, weil Rollum soll noch healthy bleiben. Für das Charbel nehme ich an. Und Stone Age hat da einfach viel zu viel gemacht, auch gegen das Raikou macht es über 50%, was quasi die HP Grass confirmed, sonst wäre es ja nicht reingekommen. Die drückt er jetzt auch und die macht natürlich nichts
gegen einen Wheelie. Es ist ein neutraler Hit, da braucht man sich nicht zu viel erhoffen. Jetzt kommt ja der Signal Beam, auch den habe ich angesprochen. Der macht aber auch nicht so viel, die Earth Power zum Glück auch nicht. Da hilft auch der Spedef Drop nicht weiter und Traigo sollte mit einem weiteren Signal Beam dieses Wheelie rausnehmen können. Genau das passiert auch. Hätte natürlich Lucky Boy irgendwie drumherum spielen können, aber ob das so gut wäre, es wäre auf jeden Fall riskant, deswegen ist schon besser, sein Wheelie dann auch sterben zu lassen, wenn es low und vergiftet ist. Es war einfach nicht wert, das aufzuheben. Jetzt hat er Working Stage einen guten Play gemacht, Cobalion reinbekommen in den SL Rock, war auch ein bisschen gewagt, aber ich fand den Play gut, er kann mit Raikou noch Sachen machen. Und Cobalion geht ja auf den Nahkampf, hätte natürlich sehr, sehr viel gegen dieses Wolverock gemacht und auch dieses Rompert hat in Kombination mit Rocks und Gift ordentlich Chip gefressen. Ich habe das Gefühl, gerade das Gift ändert hier viel an dem Matchverlauf, das ist sehr wertvoll. Das Raikou stirbt jetzt ja eine Crit Ice Punch, somit hat der Safe jetzt nicht so viel gebracht, aber da es für ihn funktioniert hat, ist es natürlich trotzdem sehr, sehr nice für ihn. Der Crit Leaf Storm nimmt dieses Rompert aber sowas von raus, das ist sehr witzig, dass er genau da crittet. Jetzt kommt Chabelle rein und das Sepiroyal könnte gescarft sein. Ich denke zwar, dass es den Kill nicht holen könnte, aber in Range für Gift würde ich ihn bestimmt bringen, er könnte also für einen Trade gehen, aber er will das nicht, auch weil Chabelle eben auch gescarft sein könnte. Lycanroc geht auch wieder low durch eben das Hazard Stacking seitens von Rollum, was hier wieder rausgehen muss. Die Stone Age möchte es nicht, hier kam der Trill Run, was aber Vulcan Destination hier sehr stark predicted hat. Das war ein schöner Play, hilft ihm nur leider nicht weiter, weil der SL Rock zu viel macht. Immerhin ein Trade durch das Gift eben. Der Chip ist natürlich brutal, wenn man Life Orb trägt, wenn Rocks liegen und man vergiftet ist. Da chippt sich ein Pokémon sehr schnell weg. Jetzt kommt der Crocodile rein und wenn das jetzt Scarf ist, mit Moxie wäre es natürlich sehr gefährlich. Moxie hat es schon mal nicht, eine Scarf allerdings schon. Der reicht nur nicht aus gegen Darkrai. Was hier für den Drain Punch geht. Warum? Ich wüsste jetzt nicht genau, für was der Drain Punch da ist. Fokusstoß macht da glaube ich mehr Sinn oder Ice Beam hätte es doch auch getan. Wahrscheinlich hatte er irgendeine coole Nische abdecken wollen, was es halt einfach für ihn nicht aufging. Das Phoenixes ist hier der Scarf Revenge Killer, den ich erwartet habe und Chabelle kommt hier wieder rein und heißt Rollum einfach aktuell noch zu switchen. Working Destination macht er aber einen interessanten Play, geht lieber in seinen Anti-Bodenbären Cobalion, was auch aufgeht. Ich meine, so lebt er noch einen zweiten Hit, wenn dieses Chabelle gescarft ist. Ist es aber nicht. Es geht auf den Low Kick und nimmt Cobalion aus dem Spiel. Wir haben das Item noch nicht gesehen, oder? Rollum kam hier, also kommt hier jetzt rein, frisst auch nichts vom Ice Beam. Rollum ist einfach gut und hat ja wahrscheinlich eine HP Flying im Set. Soll eben das Chabelle checken. Und das ist gut, wenn es das in Return One hitten kann. Jetzt ist hier nur noch das Bronze da und kleine Überraschung, Bronze gewinnt das nicht mehr. Ich meine, hier ist ein Phoenixes und das kommt ja jetzt auch rein. Bronze geht auf die Rocks, was will es großartig tun? Den Fireblast dodgt es hier voller Einsatz von Bronze, was jetzt auch nochmal das Toxin drauf bekommt auf das Phoenixes, aber ich sehe nicht, wie dieses Bronze irgendwie dieses Phoenixes austollt. Nein, der Fireblast reicht zwar noch nicht mal zum Kill, aber die Flash Cannon halt auch nicht, ne? Auch in Kombination mit dem Gift, das gewinnt Bronze definitiv nicht mehr. Und damit gewinnt hier die Vulcan Destination mit 2:0 gegen die Jolly Roger Pirates. Ich würde sagen, das war schon durch Vorbereitungen, was er sich hier geholt hat. Es war letztens ein sehr offensiv geprägtes Match, was so ein bisschen dieses Wheelie und dieses Bronze entwertet hat. Dafür konnte aber Mega Sumpex ordentlich Work machen durch seinen Bulk, weil da offensiv aufgestellte Teams oft Probleme mit haben. Das war auch hier so ein bisschen der Gefahr für die Vulcan Destination, aber sind sehr gut mit umgegangen. Swampert hat glaube ich trotzdem ein, zwei Kills gemacht, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, kam einfach besser mit den Bedrohungen klar als umgekehrt, einfach weil er in seinem Team mehr, also ich sag immer er und er, Vulcan Destination hat in dem Team mehr Threats als die Jolly Roger Pirates und das hat in diesem sehr offensiv geprägten Match eindeutig den Unterschied gemacht. Deshalb der
doch recht knappe 2-0-Sieg der Vulcan Destination über die Jolly Roger Pirates. Als nächstes haben wir Rose Fungus mit seinem Team Überraschungseier gegen Patrick LP oder Power Wolfie mit seinem Team Poisonous Sting. Und wir sehen hier seit der Überraschungseier Victini, Munchcrow, zu Deutsch Kramorx, schon wieder dabei. Azumarill, der Metaross in der Inkarnationsform. Dann noch Reggie Steel und Mega Gewaltro. Dagegen stehen Bronzong, der Metaross in der Tiergeistform, Aquana, Amigento Stahl? Müsste Stahl sein. Oder Elektro? Nein, Stahl müsste es sein. Die Amigento-Typen sind immer so schwierig, weil man sie halt auch selten sieht. Dann noch Snibunner und Voltula. Ja, interessantes Matchup auf jeden Fall. Also, Bronzong ist ja gut. Bronzong ist ja wirklich gut, weil es eben mit Schwebe kann sowohl das Gewaltro checken als auch das Lando. Muss halt nur aufpassen. Beides checkt es nur. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Slot. Dann Victini wird ja auch in Zaun gehalten von Aquana, aber eben auch hier nichts 100% Reliables. Das ist immer sehr schön, wenn so jedes Pokémon irgendwie einen typischen Check gegen sich stehen hat, aber der gut gepressured wird. Und auch Aquana soll ja noch ein zweites Pokémon in Form von Azumarill stoppen und beide wird er definitiv nicht stoppen damit. Lando könnte auch einen Victini-Check darstellen, wäre aber meiner Meinung nach eine Verschwendung in dem Matchup, weil Lando hier offensiv einfach schon wichtig ist, auch wenn es ein paar Problemchen hat. Mein Kramox wird er einfach weghauen können mit einer Steinkante, aber das gegnerische Lando, da braucht er eigentlich eine HP Ice. Wahrscheinlich wird er so ein Bulky Pivot Set spielen, wobei er das eben sehr schwer reinbekommt. Also Lando ist komisch in dem Matchup. Es wirkt irgendwie so gut und schlecht gleichzeitig. Versteht ihr, was ich meine? Es hat irgendwie kein Pokémon, was es so richtig countert, aber es ist auch keine wirklich richtige Antwort da. So ein Pokémon, was potenziell 6 Kills macht und potenziell einfach Turn 1 stirbt. Dann haben wir eben Amigento, müsste Typ Stahl sein. Mit Typ Stahl ist es eben eine schöne Ergänzung, weil es eben das Bronze entlastet. Da kann das Bronze sich auf Lando konzentrieren und er kann Amigento nehmen, um gegen Gewaltrum Momentum zu bekommen. Er kann es vielleicht auch mal für das Azumarill versuchen zu benutzen, auch wenn es gewagt ist. Halte ich für eine ganz nette Option. Dann Snibunner ist ja auch interessant. Es hat halt den Poison Jab und den Low Kick, um die Checks in Form von Reggie Steel und Azumarill zu hitten. Dann könnte es den Ice Shard haben und den Knockoff. Damit macht es ja viel Work, allerdings will er, glaube ich, nicht auf den Icicle Crash unbedingt verzichten. Ich denke aber, die vier Moves, die ich genannt habe, sind hier am besten, weil sonst hat er einfach Probleme, entweder Victini zu hitten, auf den Knockoff verzichtet er niemals, durchzubrechen, deswegen sollte er auf die Courage nicht verzichten, oder mit Scarf Lando bzw. Mega Gewaltrum. Das Problem könnte er auch mit Sticky Wraps lösen in Form von Voltula. Kramox ist hier der wahrscheinliche Defogger. Lando könnte das auch, aber ich denke nicht, dass er das tun wird. Und dann hat er etwas mehr Speed Control, kann mehr Work mit Snibunner machen. An sich ein schön ausbalanciertes Team, was er hier bringt. Offensiv sehr um Snibunner zentralisiert, weshalb Snibunner eigentlich auch die passende Courage haben muss. Defensiv sehr schön, entlasten sich die defensiven Checks gegenseitig, aber was eben spannend wird, die werden nicht 100% gegenhalten können. Victini rechne ich hier mit einem Choice Band, da kannst du einfach dieses Aquana am besten durchbrechen. Omniboost ist ja nicht ganz so geil, weil eben Aquana ihn checkt. Er kann auch einige andere Sachen wie in Hitzeschutz Bronze nicht unbedingt One-Hitten. Lando lebt potenziell in Hits, wenn er keine Coverage dafür einpackt. Also ihr merkt schon, das ist nicht so nice, gerade weil er auch nicht so leicht Setup findet. Und Aquana, das Haze. Kannst das? Ich bin mir nicht sicher. Notfalls wäre auch Toxic nervig. Dann ist ja Kramox eben wieder am Start. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Es wird wahrscheinlich wieder Prankster Defog drücken oder Tailwind oder T-Wave und Momentum an Snibunner vergeben. Ich bin nicht überzeugt. Dann haben wir Azumarill. Ich rechne mit einem Belly Drum Set und einer Menge Speed Creep, damit der Aquana eben outspeedet. Und das sehe ich auch als stark an. Lando könnte zwar hier mit Bedroher und zusammen mit ein paar Sacks
vielleicht ein bisschen was machen, aber wird interessant, ob es das schafft. Das Demeteros von Rose ist natürlich hier auch recht solide, aber solange hier Bronzong steht, muss er mit Erdanziehung arbeiten. Dann ist hier immer noch auch das andere Lando, was ein sehr spannendes Matchup wird. Aber ich glaube, wenn er einfach speziell ist mit Earth Power, HP Ice und fast schon einen Move nach Wahl, also Gravity halt noch, dann kann er hier Work machen. Vielleicht ist auch das Aquana dann so eher der Check, aber da kann er Calm Mind einpacken, dann sollte er das Matchup gewinnen. Zumindest wenn er eben auf den Switch schon mal eine Earth Power oder einen Calm Mind rausbekommt. Dann ist hier Registeel eben das Pokémon, was dieses Nibuna entschärfen soll und wird. Allerdings ist es gleichzeitig auch das Pokémon, was in die Donner von Voltula am ehesten rein muss, wenn Rose sein Lando und sein Gewaltro nicht für eine HP Ice riskieren möchte. Und dann wäre es Low, also ist Voltula hier auch ein bisschen nervig für Rose tatsächlich. Und Mega Gewaltro hat eben ein sehr schönes Speed-Tier. Ist auch ganz nett, dass es eben entweder hilft, dieses Bronzong anzuchippen oder kein sonderlich guter Switch-In da ist. Wird halt leider nicht beides erfüllen können, und wenn es physisch ist, ist auch Lando noch da. Es wird immer von Sneebonas Ice Charge reranged. Also ich sehe das Matchup eher auf Seiten von Rose dennoch, denn ich denke einfach, dass Bellitrama Azumarill das Match gewinnen wird. Wir sehen hier Miglava 444 im Lead, das Registeel gegen Brasilien, das Voltula. Ich denke, wenn erstmal Hazards getradet. Nein, hier ist ein Geowurf von Registeel. Er möchte erstmal den Sash brechen von dem Voltor, nehme ich an. Mix Aussprache dann wieder super steht hier. Hier kommt die Autowaschanlage, um erstmal was komisch auszusprechen. Der Rocky Helmet von dem Bronzong ist interessant, weil er bekommt zwar Chip auf dem Registeel, aber er möchte eigentlich keinen Chip auf seinem Bronzong erlauben. Jetzt werden hier doch noch die Rocks getradet, aber Rose hat auch schon die Sticky Rails bei sich liegen, deswegen will er eigentlich defoggen. Den Chip auf Bronzong nimmt er natürlich dankend an. Das hilft seinem Pokémon ordentlich weiter. Es treibt das Match in seinem Interesse voran, selbst wenn er dafür jetzt seinen Registeel verliert. Er behält sich seinen Registeel, wahrscheinlich damit er es dann nochmal abwerfen kann. Er sieht hier die Gelegenheit, eben seinen Gramox reinzubekommen. Und das Bronzong will hier nichts riskieren. Und das Silvally ist tatsächlich da gewesen, oder? Ich habe es gerade nicht gesehen. Können wir es gleich nochmal sehen. Ja, Stahl war richtig. Es kam in der Zeit des Defog und Silvally U-turnt hier raus, holt sich Momentum und Nibuna kann das erste Mal reinkommen. Das hier, genau dieses Pokémon ist bereits low, kann jetzt zwar nochmal einen Ice Shard abfangen und er profitiert dadurch davon, dass das Nibuna gleich zwei Life-Orb-Ticks frisst. Jetzt muss ich ihn mit dem Knockoff rausnehmen, das klappt natürlich auch auf der Range, aber Snibuna hat schon mal 20% weg. Landorus IXD wird in den Chat geschrieben. Jetzt kommt also mal rein, kann mit der Liquidation sich einen Kill claimen und frisst Rocky Helmet Damage. Ist nicht so schlimm, wenn er sie Bellitrum hat, da findet er noch Decker Setup. Es geht hier raus gegen das Voltula hart in seinen, ihr wisst schon was, in seinem Gewaltro. Ist natürlich sehr, sehr gewagt gewesen, aber der Donner war hier zu erwarten. Ging gut für ihn aus. Und hier ist der Protect, weil den Play verstehe ich nicht ganz. Er scheint defensiv zu sein mit Leech Seed. Interessant. Wahrscheinlich ist es dann einfach sein Voltula-Check hier an der Stelle. Die Leech Seeds haben ja natürlich eine interessante Wirkung, und das Silvally hier mit einem interessanten Set, erst Flame Charge, dann U-Turn. Okay, kann man machen, muss man jetzt auch nicht unbedingt, und es kommt hier das Gewaltro auf den Fake-Out von Snibuna rein. Auf welchen Move hat er ja hier verzichtet? Auf jeden Fall wollte Rose eigentlich sein Gewaltro opfern. Es durfte er sich behalten, kann er auch mitleben. Jetzt kommt Fischkopf Marvin hier rein als Switch-In für das Azumarill, was mir hier doch gebandet zu sein scheint. So viel Schaden, wie das gegen einen Aquana macht. Auch natürlich nicht schlecht als Breaker, dann wird das wahrscheinlich C-Celebrate Victini sein, und ja, er kriegt auch die Bahn dafür frei. Ich hätte es andersrum cooler gefunden, also nicht um die cooler, aber besser. Und der Iron Head von dem Silvally macht doch guten Schaden gegen das Azumarill. Das ist scheinbar offensiv, wahrscheinlich vor Attacks. Der Iron Head macht auch viel Schaden gegen das Landorus Eye. Und jetzt kommt hier das andere Landorus rein, das Landorus T. Und droppt tatsächlich gegen die Hidden Power Eyes, wie ich es bereits angesprochen habe. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Die Prediction war aber auch ein bisschen unnötig.
kann Sniper auf jeden Fall Revenge killen mit dem Ice Shard. Und Rose gibt den Kill auch ab, will hier nichts riskieren. Weil wenn er sein Aso verliert, bekommt er noch Probleme und jetzt sieht's eigentlich wirklich gut aus für ihn. Ich sehe jetzt nicht mehr viel, was gegen Bandit Azuma wohl gewinnt. Also The Valley könnte noch einen Hit leben, aber Snipuna hat halt noch den Fake-Out. Ja, okay, es wird halt trotzdem nicht reichen. Wir sehen ja Kramorx, was reinkommt. Als Zack, was denn schon? Jetzt kommt ja nochmal der Tailwind von dem Kramorx immerhin. Und der Icicle Crash crittet das einfach weg. Hat natürlich nicht gemattert, hätte auch so gekillt. Und jetzt kommt Azu hier wieder rein. Und wenn Patrick die Differenz nochmal verbessern will, dann macht er genau diesen Play hier. Opfert nochmal sein The Rally und Rose ist hier ohne jeglichen Grund auf Liquidation gegangen. Er hätte auch einfach Aqua Jet drücken können. Nochmal ein Flex-Play, würde ich fast sagen. Wäre das Weaver hier drin geblieben, hätte er nochmal gewinnen können. Der Patrick-Play verstehe ich auch nicht ganz. Aber hierbei wird dieses Match nicht rumreißen können. Nicht mehr. Das Victini lebt sogar noch den Abschlag. Und das ist jetzt ganz schön disrespectful, mit der sie celebrate. Gerade weil er jetzt im Rage für Ice Shard ist. Das bedeutet, Snipuna kann sich hier noch einen Kill holen. Und jetzt kommt hier der Ice Shard und killt noch das Azuma Will. Hat er sich für ein Disrespect Play nochmal die Differenz verschlechtert? Ich fand das Endgame nicht so schön gespielt für Rose. Er hatte das Match eigentlich schon, wie er selbst geschrieben hat, an der Stelle, wo Aquana getroppt ist. Gehe ich mit. Aber ich fand das nicht schön gespielt im Endgame. Also die eine Stelle, wo er eben Liquidation gedrückt hat, statt Aqua Jet. Das ist natürlich ein Play, der funktioniert zu 95%, weil Patrick eben keine Möglichkeit mehr sieht zu gewinnen und so kann er seine Differenz verbessern. Aber Liquidation war einfach unnötig. Wir haben gesehen, das hat die doppelte Base Power wie Aqua Jet und hat One-Hitted auf der Range, also hätten zwei Aqua Jets auch ausgereicht. Und so riskiert er, dass wenn das Nipuna einfach angreift, dass es dieses Aquana killt. Und dann, gut, Victini hat jetzt den Knockoff gelebt, deswegen geht's immer noch, aber vom Prinzip her hätte dann Snipuna noch durchgehen können. Und ja, war halt komplett unnötig, gefällt mir nicht. Und auch die Tatsache, wie er dann nochmal ein bisschen disrespectful mit dem Z-Celebrate gespielt hat, war halt auch unnötig, ne? Dennoch hat er ja gewonnen mit 2:0, hat sein Game nicht noch weggeschmissen, auch wenn er da sich fast schon im Endgame angestrengt hat für... Gut, vielleicht hat er auch einfach nichts, um Snipuna zu hitten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Victini ein Snipuna auf 11% nicht killen kann. Da hätte er ja drei Statusattacken und einen Psycho-Move oder sowas Verrücktes. Na, wie dem auch sei, die Überraschungseier gewinnen mit 2:0 gegen Poisonous Sting und wir springen das letzte Game. Und zwar habe ich gespielt gegen den Gottkomplex, geleitet von Beatless. Und ich springe hier mit Jirachi, Arcani, Golisopod, was ich sehr ins Herz geschlossen habe inzwischen, Zapdos, Primarede und das coolste Pokémon aller Zeiten, Mediti. Beatless macht mir auch Konkurrenz, was es das coolste Pokémon angeht. Er hat hier Vulpix dabei. Vulpix gegen Mediti in einer Uberliga. Lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Daneben steht ein Ramot, so ein ganz süßes Megabisaflor, noch süßeres Conkeldurr, Boreas in der Tiergeistform und... Lashoking. Schöner Regen Core, der dort rechts steht. Also sind einige Sachen, die ein bisschen nervig waren im Teambuilding. Aber ich hatte doch ein paar ganz nette Antworten. Ich gehe einfach kurz die Gedanken durch mit meinem Team. Oder nee, ich befürchte, dann nehme ich den Kampfverlauf vorweg. Dann springen wir doch einfach in das Match. Wir haben ja auf jeden Fall den Lead von Boris in Tiergeistform mit meinem Zapdos, was einige gute Matchups hatte und ich habe mit Boris im Lead gerechnet, haben wir ja öfter schon gesehen von Beatless. Und Zapdos drückt ja erstmal den World Switch, holt sich Momentum, verliere ich nichts gegen, selbst wenn er drin bleibt, mache ich ordentlich Schaden. Und ich hole mir meinen GG Brachi raus rein, das gärt natürlich, das Venusaur wieder raus. Und hier kommt ein interessanter Play, er ist rausgegangen in Colkeldurr. Ich habe mir den Switch Out gerechnet, deswegen die Rocks gelegt und dachte mir, okay, fischen wir halt mal für einen Flinch. Also ich sehe, dass er einen Rocky Helmet hat, war interessant und habe meinen Flinch auch bekommen. Konnte dem Colkeldurr Chip mitgeben und jetzt kommt hier... das Lashoking rein. Ich U-Turne raus. Ich hätte auch sie U-Turn drücken können. Hatte ich im Set.
Hätte aber wahrscheinlich nicht gekillt, nur mit einer Max Roll, und ich wollte nicht meinen Z-Move verschwenden. Jetzt kommt Primarene rein. Ich bin hier für ein Overpredict gegangen mit der Psychokinese, weil ich dachte, okay, der findet einfach sein Wino so safe. Der geht in Wino. Hat er nicht gemacht, jetzt muss ich wieder rausgehen, bringe ich hier Donnerwetter, mein Zapdos rein. Was den Scald fressen muss, kann ich aber mitleben, die 25%. Ich regeneriere wieder KP mit den Leftovers, gehe jetzt auf den Volt-Wechsel, um einfach Momentum zu generieren, falls er seinen Lashuking behalten will. Mit dem Regen wäre es ein sinnvoller Play gewesen. Und ich bringe meine Nicht-Mehr-Jungfrau rein, einfach weil ich mehr oder weniger ihn in seinen Winosaur forcieren wollte. Und vor allem den Ramot-Play eben absichern wollte, damit er den nicht macht. Und er hat sich dazu entschieden, Boreas reinzubringen. Ich wollte den Chip nicht haben, ich habe mein Zapdos, das ist ein zu guter Switch-In. Habe ich also nicht riskiert. Jetzt kann sich dann mein Zapdos wieder hochrüsten. Gibt aber dafür das Momentum weg. Deswegen kann er jetzt mit seinem Winosaur Move drücken. Ich gehe einmal auf die HP Flying, damit er nämlich sich recovern muss und ich keine nervigen Leech-Seeds auf meinen Shira bekomme, wenn ich das reinbringe. Er hat jetzt Lichtschild gedrückt. Da gibt es natürlich nichts mehr zu holen für mein Zapdos. Jetzt World Switch ich raus. Er synthest sich wieder hoch. Und ich habe meinen Chirachi in dem Matchup. Jetzt kommt Vulpix hier rein, setzt die Sonne auf. Allerdings wird es leider brutalst von diesem Chirachi geschlagen. Finde ich nicht in Ordnung sowas. Aber man muss halt den Kill mitnehmen, wenn man gewinnen möchte. Dann geht Chirachi hier auf die Kehrtwende. Ein recht gewagter Play. Aber ich konnte auch damit leben, wenn mein Chirachi an der Stelle drauf geht. Und ich habe jetzt hier mein Flashfire Arcani reingebracht. Das war eben mein Ramo-Check. Und jetzt kommt hier ein Flashfire Adamant, Full Attack, Choice Bandit, Sun Boosted, Flare Blitz, der natürlich dieses Ramot aus dem Spiel nimmt. Jetzt kommt der Boreas wieder rein und ich gehe leider raus. Es wäre echt cool gewesen, ihn hier rauszunehmen, und die Wahrscheinlichkeit, dass er misst, ist doch recht hoch in der Sonne, aber ich hatte halt keinen Grund für den Play. Und jetzt kommt der Winosaur rein, mein Zapdos kriegt Volt, drückt Volt-Wechsel und natürlich könnte ich jetzt wieder Jirachi gehen, aber ich schicke hier den Little Mac rein, denn dieses Pokémon ist einfach zu cool und ich kann ihn einfach mit einem Life Orb Zen Headbutt aus dem Spiel nehmen. Mediti bekommt einen Kill. Und jetzt kommt hier wieder das Boreas rein, ich preserve hier die Differenz, gehe auf das 6-0, ich habe noch was aufzubessern vor der Hinrunde und mein Zapdos kommt hier rein. Ich hätte natürlich gierig sein können und sagen, der Mist, aber nein, er hittet in der Sonne und verwirrt mich. Verrückt sowas. Und mein Zapdos ist verwirrt und bekommt aber den Voltwechsel raus, nimmt leider dieses Meistergriff aus dem Spiel. Ich hätte gern noch einen Kill mehr mit meinem Mediti gemacht, aber ich beschwere mich natürlich nicht über ein 6-0. Es wäre so oder so eins geworden, aber ich beschwere mich da natürlich nicht. Das Boreas hat nichts, um meinen Jirachi zu hitten. Scheint nicht mal die Heatwave zu haben. Auf jeden Fall habe ich ja den Iron Head, der macht 50%, selbst wenn er Roost hat. Auf Dauer gewinne ich da und ich gehe jetzt hier noch auf die Z-U-Turn. Wollte einfach noch zeigen, dass ich so einen coolen Move in meinem Set hatte. Und der reicht ja auch aus, um dieses Match für mich zu entscheiden. Ich gewinne hier 6-0. Golisepot war nicht mal drin. Mediti hat einen Kill bekommen. War doch ein Match, das mich sehr, sehr glücklich macht. War ein sehr, sehr schöner Kampf. Das bedeutet jetzt, dass ich die Tabelle aktualisiere und danach sehen wir uns wieder. So, damit ist die Tabelle wieder auf dem aktuellen Stand. Nicht wundern, Slitzy hat noch sein 6-0 gegen die Ex-Smasher bekommen. Und fangen wir einfach mal oben an. Welser Bremen Astreine Alliteration wird noch ausgespielt. Da könnt ihr euch auf was wirklich Schönes freuen. Wenn die extra Zeit zum Teambuilding anfordern, dann wisst ihr auch, was die sich für Gedanken dort machen. Das ist Platz 1 gegen Platz 2. Beide haben sehr schöne Games gezeigt. Freut euch einfach auf den Kampf. Dann haben wir Vulcan Destination auf Platz 3. Wenn die Astreine Alliteration gewinnt, dann besteht hier noch eine Chance für Vulcan Destination. Gerade weil die eben auch noch nicht gespielt haben. Das bedeutet, wenn die gewinnen und die Welser Bremen verliert, dann sind sie Stand Spieltag 20 gleich mit denen. Und dann sind noch zwei Spieltage. Die Differenz ist ähnlich. Da sind noch Sachen drin. Und die Astreine Alliteration gewinnt auch des Öfteren mal hoch. Ich denke zwar nicht, dass Welser Bremen das zulässt, aber es ist auch nicht auszuschließen, also Vulcan Destination hat ja auf jeden Fall noch Chancen. Wenn ich mich nicht irre, müssen sie auch noch gegen die Ex-Smasher ran, bekommen da also quasi einen Free-Win. Sieht also gut aus für die Vulcan Destination, die haben noch Chancen. Dann haben wir die Überraschungseier, die sind eigentlich in einer ähnlichen Situation wie die Vulcan Destination, haben nur das Problem, dass sie ein Match mehr gespielt haben.
Und das ist natürlich ein Match, das fehlt denen, wenn die oben mitspielen wollen. Denn in den letzten zwei Matches da noch wirklich oben anzuschließen, besonders wenn man bedenkt, dass die Working Destination eben auch noch ein Anwärter ist, die Überraschungseier haben quasi noch eine ganz kleine Chance gegen die astreine Alliteration im Finalspiel anzutreten. Dann haben wir die Jolly Roger Pirates, die sind schwer zu beurteilen, weil die eben noch zwei Spiele offen haben, haben aber sowieso eine ordentliche Rücklage auf die Überraschungseier und stehen doch recht deutlich über mir und auch über den Taugoku Saiyajins, über den ja sogar noch mehr, weil die ja einen Sieg weniger haben. Wobei die natürlich auch zwei offene Nachholkämpfe haben, also die sind ganz gut miteinander vergleichbar und da stehen die Jolly Roger Pirates natürlich drüber, ich so ein bisschen dazwischen, aber ich würde fast schon sagen, objektiv stehe ich unter beiden Teams. Wird nochmal eng um die obere Tabellenhälfte, besonders wenn man bedenkt, dass ich quasi auch noch gegen die astreine Alliteration ran muss. Das wird ein sehr hartes Game und das letzte Match ist, glaube ich, gegen Infernape Fists meinerseits. Also, die spielen potenziell am letzten Spieltag gegen mich um die obere Tabellenhälfte. Das ist natürlich ein Szenario, da muss es entweder bei den Jolly Roger Pirates oder bei den Taugoku Saiyajins jetzt nochmal schlecht laufen und bei Slitzy gut. Slitzy hat da schon mal den Grundstein gelegt mit seinem Sieg heute. Er könnte auch jetzt schon gleichziehen mit mir, indem er eben gewinnt. Differenz ist bei uns beiden schlecht. Ja, also Slitzy hat noch Potenzial nach oben zu kommen. Scarlet Iggy Slash ist an sich dieselbe Situation. Also leicht bessere Differenz, eben nur durch dieses komische System hier drüber geordnet, aber eigentlich stehen sie über Slitzy. Kein großer Unterschied, eigentlich dieselbe Position, könnte auch passieren, nur dass sie eben nicht mehr gegen mich spielen, was natürlich cool wäre, wenn wir dann darum spielen, aber das spielt ja keine Rolle. Dann haben wir die X-Smasher, für die tut sich natürlich nichts mehr nach oben, wenn die Gegner nur Free Wins bekommen. Poisonous Sting, die Distanz auf die X-Smasher ist so groß, die müssen die letzten beiden Games gewinnen, um gleichzuziehen. Dann sollte sich aber die Differenz auch genug verbessern, besonders wenn man bedenkt, dass die X-Smasher nochmal minus 12 bekommen. Innerhalb der letzten zwei Spieltage, dann passt sie ja bereits und ihr Gottkomplex, da ist die Motivation nicht mehr da. Mehr als Platz 11 ist auch nicht mehr drin. Werden wir wahrscheinlich am Ende immer noch ganz unten sehen. Gut, das war's auch schon von der Tabelle. Ich will euch jetzt nicht sinnlos irgendwelche Szenarios vorrechnen, die dann eh nicht passieren. Freut euch einfach auf den Kampf zwischen der astreinen Alliteration und Werder Bremen. Um den nicht zu verpassen, solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr auf eine positive Bewertung. Wie gesagt, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.